Großbritannien, eines der größten Kolonialmächte der Welt. Es hat die Weltgeschichte geprägt. Doch wie kam es dazu? Liegt es vielleicht an der Geschichte Großbritanniens? Doch bevor wir mit der Geschichte anfangen, was ist denn eigentlich Großbritannien? England, Wales und Schottland bilden Großbritannien. Zusammen mit Nordirland ergibt sich das Vereinigte Königreich, also das United Kingdom. Wales wurde 1536 durch die Acts of Union formell Teil des englischen Königreichs und die Vereinigung mit Schottland erfolgte 1707. Vorrömisches England. Die erste Besiedlung Englands erfolgte ca. 4000 vor Christus. In der berühmten Megalith-Kultur wurden die mysteriösen Steinzirkel von Stonehenge errichtet. Um 800 vor Christus siedelten sich die Kelten aus Osteuropa kommend auf der Insel an und brachten die Eisenkultur mit sich. Den Kelten kam auch die bretonische und gälische Sprache, heute noch in Wales bzw. in Schottland gesprochen wird. Die römische Zeit. Unter Julius Caesar von 100 vor Christus bis 44 vor Christus drangen im Jahre 55 vor Christus die Römer in England ein. Caesar prägte den Namen Britannia, doch erst im Claudius, also 10 vor Christus bis 54 nach Christus, wurde England im Jahre 46 vor Christus besetzt. Die Römer drängten bis nach Schottland vor, wurden dort jedoch zurückgeschlagen. Der 117 Kilometer lange Hadrian's Wall bildete die Grenze zu Schottland. Mit den Römern kamen gepflasterte Straßen, Stadtkultur und auch das Christentum. Die meisten Straßen konzentrierten sich auf London. Großbritannien blieb über 4 Jahrhunderte römische Provinz. Die sächsische Eroberung. Im 5. Jahrhundert war das Römische Reich im Zuge der Völkerwanderungen dem Untergang geweiht. Um 400 drangen Angeln, Juten und Sachsen nach England ein. Die keltischen Einwohner wurden in den Südosten nach Wales vertrieben. Jedoch wurde die keltische Kultur aufgenommen und ein Lehnswesen errichtet. Diese Besiedlung wird als sächsische Besiedlung bezeichnet. Es bildeten sich im 7. Jahrhundert 7 Königreiche. Unter der Heptarchie waren Essex, Sussex, Wessex, Kent, East Anglia, Mercia und Northumbrien. Die neuen Siedler nannten das Land Angel Land. Daraus folgte auch der heutige Name England. Das Christentum gewann immer mehr an Einfluss. 563 wurde das erste Kloster in Westschottland durch den Iren Columbanus gegründet. Irische und römische Mönche kämpften um die Christianisierung des Landes. In der Synode von Whitby entschied sich der northumbrische König Oswy im Jahre 664 für die römisch-katholische Kirche und gab dem Land somit eine einheitliche Religion. Großbritannien im Mittelalter. Mitte des 9. Jahrhunderts fielen dänische Wikinger in das Land ein. Später wurden die Wikinger friedlich und sesshaft. Der dänische König Knut 995 bis 1035 wurde 1016 auch König von England. Unter den Dänen wurde das Land territorial und politisch strukturiert. Es wurde in 40 Grafschaften unterteilt, die von sogenannten Sheriffs verwaltet wurden und die eine Verbindung zwischen der Bevölkerung und den Grafen bildeten. Zur damaligen Zeit war dies die fortschrittlichste Kommunalverwaltung Europas. Zudem erfuhr die englische Sprache zu dieser Zeit bedeutende Weiterentwicklungen. Im Jahre 1040 ermordete Macbeth in Schottland König Duncan. 17 Jahre später fiel er selbst Malcolm III. Canmore zum Opfer. Von 1042 bis 1066 war der Normanne Edward der Bekenner König von England und unter seiner Herrschaft entstand die südenglische Verteidigungsliga der St. Pearl. Diese 6 Häfen waren Sandwich, Dover, Hastings, Romney und Ray, später auch Heath und Winchelsea. 1066 fand die letzte, aber folgenreichste Invasion Englands statt. Der normannische Herzog Wilhelm der Eroberer, unter anderem auch William the Conqueror genannt, 1027 bis 1087, setzte mit 12.000 Soldaten Fuß auf Süden England. Nach dem Sieg in der Schlacht von Hastings wurden die anglischen Fürsten durch den normannisch-französischen Adel ersetzt. Doch es bildete sich allmählich ein Riss zwischen katholischer Kirche und englischer Krone heraus. 1170 wurde der Erzbischof von Canterbury, Thomas Becket, 1118 bis 1170 von Heinrich veranlasst ermordet, weil er sich gegen die Beschneidung der Kirchenrechte wehrte. Ein bekannter Sohn und Nachfolger Heinrichs II. War Richard I. Um diesen sogenannten Richard Löwenherz 1157 bis 1199 ranken sich viele Mythen, wie die Arthur-Sage und die Geschichte Robin Hoods. Richard weilte jedoch während seiner 10-jährigen Regierungszeit nur ein Jahr in England, da er mehrere Kreuzzüge unternahm und seine Gefangenschaft in Deutschland beim Bamberger Herzog Leopold verbrachte. Das Spätmittelalter.
1249 bis 1284 wurden die ersten Colleges in Cambridge und Oxford gegründet. Die Barone lagen mit dem König Johann Ohneland 1167 bis 1216, einem weiteren Sohn Heinrichs II., im Konflikt um Machtmissbrauch und Sicherung der Rechte der Barone. Die Barone sicherten dem König nicht die Gefolgschaft zu und so ging in einer Schlacht um 1203 die Normandie an die Franzosen verloren. Burgen zur Sicherung der Oberhoheit. Im Jahr 1284 wurde durch den Vertrag von Rhuddlan festgelegt, dass der englische König auch über Wales regierte. 1337 begann unter Edward III., 1312 bis 1377, der Hundertjährige Krieg, der bis 1455 dauerte, zwischen Frankreich und England. Teile Westfrankreichs kamen anfangs unter englische Herrschaft, jedoch verlor England schließlich bis auf Calais alle französischen Besetzungen. Unter Johanna von Orleans eroberten die Franzosen bis 1453 die verloren gegangenen Gebiete zurück. Ab 1371 begann mit Robert Stewart als König von Schottland, spätestens Stewart geschrieben, die Dynastie Stewart. Mit zwei Unterbrechungen regierte das Haus Stewart bis 1714. 1348 starb fast die Hälfte der englischen Bevölkerung durch eine verheerende Pestwelle. Die Regierung versuchte, den wirtschaftlichen Niedergang durch Steuererhöhungen auszugleichen, was zu Bauernaufständen und Bürgerkriegswellen führte. Unter Heinrich VII. Erlebte der Handel einen enormen Aufschwung, unter anderem auch, weil Kriege vermieden werden konnten. Zuvor hatte Richard III. Im Tower of London seine Neffen Edward und Richard ermorden lassen und so die Krone an sich gerissen. Edward wäre der rechtmäßige Thronfolger gewesen. 1488 bestieg Jacob IV. Den Thron von Schottland und baute seine Beziehungen zum französischen Herrscherhaus aus. Zudem heiratete er die Tochter des englischen Königs Heinrich VII., sodass längere Zeit Frieden zwischen England und Schottland bestand. Unter Heinrich VIII. 1491 bis 1557 kam es in England zur Trennung von Rom und die anglikanische Staatskirche wurde gegründet. Seine größte Sorge war es, keine männlichen Erben zu haben, obwohl seine Frau Katharina von Aragon 1485 bis 1536 ihm 6 Kinder gebar, von denen jedoch nur eins, die spätere Maria die Erste, überlebte. Da er unbedingt einen Sohn haben wollte und sich in Anna Boleyn verliebte, wollte er sich von Katharina scheiden lassen. Dies sei jedoch kirchenrechtlich nicht möglich, sodass Heinrich ein Reformationsparlament einberief und die anglikanische Kirche unter der Führung Heinrichs gegründet wurde. Die Kirche trennte sich von Rom, blieb aber katholisch. In dieser Zeit wurde die Bibel ins Englische übersetzt, doch aus Anna Boleyn gebar ihm keinen Sohn und wurde unter anderen Vorwänden deswegen hingerichtet. Deren gemeinsame Tochter war die spätere Königin Elizabeth I., 1533 bis 1603. Johanna ging als Neuntageskönigin in die Geschichte ein, denn Maria veranlasste unmittelbar nach Johannas Thronbesteigung deren Festnahme. Maria wurde nun 1553 englische Königin und ließ Johanna 1554 im Tower hinrichten. Mit der Thronbesteigung Maria Tudors 1516 bis 1558 als Maria die Erste die Blutige wurde 1553 der Katholizismus wieder Staatsreligion. Maria war mit dem spanischen Regenten Philipp II. Verheiratet. In ihrer Zeit wurde alles unternommen, den Protestantismus zu unterdrücken, wodurch sie bei der Bevölkerung nicht besonders beliebt war und aufgrund der zahlreichen von ihr angeordneten Hinrichtungen den Beinamen die Blutige bekam. Als sie 1558 starb, bejubelte die Bevölkerung die Thronbesteigung durch ihre Halbschwester Elizabeth. Unter der Regentschaft von Elizabeth I., 1533 bis 1603, in der England zur Großmacht wurde, wurde die anglikanische Kirche wieder zur Staatskirche erhoben. Kultur und Handel erlebten eine Blütezeit. Einer der größten englischen Dichter war William Shakespeare, 1564 bis 1616. Er verfasste viele bedeutende Stücke der Weltliteratur, wie zum Beispiel Hamlet, Romeo und Julia, Macbeth und Othello. Viele Aphorismen seiner Werke sind auch noch heute sehr bekannte Zitate, wie zum Beispiel Sein oder Nichtsein oder Es ist was faul im Staate Dänemark. 1588 wurde die geplante Invasion Englands durch Spanien unter der Führung Philipps II., 1527 bis 1598 durch die Vernichtung der Armada unter der Führung von Sir Francis Drake, 1549 bis 1596 verhindert und England erreichte die Vorherrschaft über die Weltmeere. Es begann die Zeit der Kolonialisierung der Welt. Im Jahr 1620 lief die Mayflower aus dem Hafen von Southampton in die neue Welt aus. Mit den Pilgervätern an Bord dieses Schiffes begann die Besiedlung Nordamerikas mit europäischen Auswanderern. Zwischen den Jahren 1664 und 1666 fegten zwei Katastrophen übers Land hinweg. Die Pest raffte einen großen Teil der Bevölkerung dahin und 1666 ereignete sich der große Brand von London, der 5 Tage lang andauerte und 4/5 der Stadt in Schutt und Asche legte. Der Siebenjährige Krieg.
Um diese Zeit war Großbritannien in mehrere Kriege verwickelt, oft mit ihrem Erzfeind Frankreich. Der berühmteste ist der Siebenjährige Krieg, ein Kampf für die globale Dominanz zwischen England und Frankreich, der von 1756 bis 1773 wütete. Der Krieg brach aus, nachdem Österreich Territorien, die von Preußen in einem vorherigen Krieg erobert wurden, zurückerobern wollte und Preußen angriff. Preußen wurde Teil einer von Großbritannien geführten Koalition, die gegen Österreich und dessen größten Verbündeten Frankreich. Preußen wollte den Krieg nutzen, um in Europa zu expandieren und griff das Heilige Römische Reich an, woraufhin dieses Preußen den Krieg erklärte. Die einzige massive territoriale Veränderung war, dass Preußen ihre Territorien zurückbekam. Mit dem Hubertusburger Vertrag endete der Krieg schließlich. Zwischen 1727 und 1760 konnte der Nachfolger Georgs I., Georg II., mehrere kriegerische Auseinandersetzungen mit Frankreich und Spanien für England entscheiden, sodass Indien und Kanada in das britische Empire übergingen, was dem Inselreich eine Sonder- und Vorreiterposition einbrachte. Zwischen 1802 und 1828 wurde der Hafen von London ausgebaut und avancierte mit zahlreichen neuen Docks zum größten Hafen Großbritanniens. Zur Zeit der Thronbesteigung Königin Victorias 1837 von 1819 bis 1901, die bis zu ihrem Tod 1901 regierte und während des gesamten viktorianischen Zeitalters 1837 bis 1901, war Großbritannien das reichste und meist industrialisierte Land und damit die unumstrittene Weltmacht. In den Midlands entstanden die ersten Industriestädte der Welt. Große Teile der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte wanderten in die neuen großen urbanen Zentren ab. Dampfmaschinen, Bergbau und Wasserkraft beschleunigten Transport und Produktion. Der Erste Weltkrieg. 1914 begann der Erste Weltkrieg, im Verlauf dessen Großbritannien einen Verlust von etwa 1 Million Menschen zu beklagen hatte. Die Kluft zwischen den Herrschenden und der Arbeiterklasse wurde immer größer. Der Zweite Weltkrieg. Während des Zweiten Weltkrieges und vor allem in den Jahren 1940 und 1941 wurde England von den Deutschen angegriffen und englische Städte wurden bombardiert. Churchill, der nun auch Premier und Außenminister wurde, sicherte als bedeutender Widerpart Hitlers England eine bedeutende Rolle als Allieté im Sieg gegen Nazi-Deutschland. Viele Menschen, die vor dem faschistischen Regime geflohen waren, ließen sich England und vor allem in London nieder. Im Jahr 1952 wurde Elizabeth II. In der Westminster Abbey zur Königin gekrönt. Seit 2003 werden die Flughäfen der Stadt von 450 Soldaten bewacht, aus Angst vor ähnlichen Terroranschlägen wie dem 11. September in New York. Am 23. Juni 2016 hatten rund 46,5 Millionen Bürger des Vereinigten Königreichs in einem Referendum darüber abgestimmt, ob das Vereinigte Königreich Mitglied der EU bleiben oder sie verlassen soll. Das Ergebnis stand am nächsten Morgen fest. Bei einer Wahlbeteiligung von 72% waren 51,9% für den Austritt und 48,1% hatten dagegen gestimmt. Damit war der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU beschlossen worden. Der Austritt des UK aus der EU wird meist als Brexit bezeichnet. Das war die Geschichte von Großbritannien, von der Ansiedlung bis heute.